So, hallo, grüßt euch. Wieder beim Waldbauer-Vlog, KW3 im Jahr 2022. Ja, ich habe mich sehr gefreut auf eure Resonanz beim letzten Video, wo es ja um meine Brennholz-Selbstversorgung ging. Super, finde ich gut. Und da gab es ja halt auch noch ein paar Fragen. Einmal von Stefan und einmal, was heißt nur Fragen, aber Anregungen, und von Frank, wie ich hier mein Holz im Keller verbringe. Ist das nicht zu umständlich? Ist das nicht zu viel Aufwand? Packe ich nicht die Holzscheide zu viel an? Kann ich das nicht einfach hier durch das Kellerfenster werfen? Die Holzscheide, hier sind ja die Glasbausteine, sind gut aufgepasst, Frank, ob man die nicht ersetzen kann durch ein Fenster, wo ich dann das Holz reinwerfen kann. Problem dahinter ist eine öffentliche Straße, also direkt hier, Grenzbebauung habe ich ja hier, da ist die Straße, wo halt auch Verkehr ist, der Reiterhof ist hier nebenan und da ist halt immer Gästeverkehr. Ja, und das ist hier jetzt der Hauptkeller. Der hat ein Innenmaß von 8 Meter. 8 Meter. Da mache ich dann halt 4 Schichtungen mit 15 Scheide. Und das sind dann, damit komme ich dann halt ungefähr auf die 30 Raummeter, die hier maximal sind. Üblicherweise nutze ich aber nur so 24, 27 Raummeter ungefähr. Ist jetzt auch noch nicht voll gestapelt hier. Gut. Das heißt aber, ich muss ja hier im Keller auch Wege zurücklegen. Ja, das heißt, wenn ich es jetzt hier in ins Fenster reinwerfe, muss es ja noch gestapelt werden. Und ich muss ja auch diese Lagerkapazität erreichen, das heißt, es muss gestapelt werden. Warum mache ich diese Lager? Mache ich dieses Lager oder benutze ich diese Lagerkapazitäten? Weil ich keine anderen Flächen habe. Ich bin hier im Ortskern vom Henzigerode und da habe ich keine anderen Flächen. Meine Hoffläche ist begrenzt. Ich habe ja noch eine weitere Hoffläche, wo ich euch gezeigt habe, da muss ich immer ums Eck fahren. Die ist auch begrenzt. Und früher, da hatten wir für das Brennholzlager die Scheune benutzt oder den Holzstall genutzt, tatsächlich den alten Stall, wo jetzt meine Werkstatt drin ist. Da ist meine Werkstatt drin, da kann ich kein Holz stapeln. Und die Scheune ist für mein Kleinsägewerk. Also sind diese alten Flächen, Holzlagerflächen, alle weggefallen. Ich musste daher hier im Keller meine Lagerfläche errichten, weil ich sonst keine habe. Ich brauche ja auch noch Außenlager. Ich brauche für das noch einjährig abzulagernde Holzfläche, Außenlager, und das zweijährige abzulagernde Holz, Außenlager. Jeweils ungefähr 40 Raummeter. Und das ist ja auch Platz, was außen verbraucht wird. Und da sind halt hier diese, in der Regel um die 30 Raummeter, 32, 34 Raummeter genutzte Innenlagerfläche entscheidend. So, die muss ich nutzen. So. Der Kessel läuft jetzt schon wieder schön, jetzt schon bei 183 Grad Abgastemperatur. Super. Wow. Ja, ich hoffe, ich habe dafür Aufklärung gesorgt, dass ich da schon gewisse Gegebenheiten versucht habe, da schon ein optimiertes Verfahren zu machen. Wie gesagt, hier habe ich ja noch das Innenlager. Diese Thematik mit dem Innenlager, die muss halt damit berücksichtigt werden. Von daher ist das halt hier ist die optimale Lösung. Und der Karren ist auch eine optimale Lösung, weil ich habe es wirklich früher gemacht, immer die Scheide in den Keller, erstmal durchs Kellerfenster und vom Kellerfenster wieder weiter diese
stufenweise Weiterbewegungen, jedes Mal wieder Bücken aufnehmen, die Schalter aufnehmen. Ja, hier brauche ich nur einmal die Schalter aufnehmen. Ja. Und es ist bequemer mit dem gestapelten Holz, das gestapelte Holz wieder abzunehmen und in den Ofen zu stecken. Okay, das soll erstmal reichen. Ja, das sieht schon mal gut aus hier mit der Luftfeuchtigkeitsregulierung. Jetzt haben wir Dienstag und am Samstag haben wir ja hier das Holz eingebracht. Und ja, jetzt kommt es schon in Richtung Normalfeuchtigkeit, bei 68 war es jetzt. Also dicke, also 10 dickere sind da noch zu fällen, der Rest ist ein bisschen dünner. Ja. Ist noch was zu tun. Ja, leider ist nicht alles so gelaufen wie geplant. Muss ich noch mal den Forsteinsatz noch mal neu planen. Ja, schon verbissen wieder. Muss jetzt unbedingt noch mal, oh, rutsche ich hier schon. Unbedingt mal gucken, wo ich da Verbissschutz anbringe. Ja. Dann überlege ich ja noch, die in dem oberen kleineren Bereich, wo ich vor 2 Jahren im Frühjahr, was heißt 2 Jahre, das können schon, jetzt schon fast 3 Jahre sein, da welchen Gatter aufbauen. Ja. Das, ich habe ja genug Restabfälle vom Sägewerk. Da kommt dann nochmal die Binderberger Säge zum Einsatz, das entsprechend zu sägen und da ein Gatter zu bauen, sodass ich halt die Naturverjüngungsfläche da nochmal eingatter. Das soll was helfen, hoffentlich. Bei größeren Flächen ist das natürlich mit den Gattern nicht sinnvoll. Da muss man auf Wildzaun umsteigen, aber das ist ja jetzt noch die spannende Frage, ob jetzt ein Wildzaun hier an der Stelle sinnvoll ist. Werde ich wahrscheinlich nicht als sinnvoll erachten. In der Waldlage im Grund, da überlege ich, einen Wildzaun zu errichten. Und hier muss ich halt jedenfalls Anpflanzungen machen und mit Verbissschutz. So, jetzt bin ich hier wieder in meiner Windschutzhose, Gladiator. Und ja, das Obermaterial, wie man hier sieht, ist beschädigt. Radratscher. So. Jetzt werde ich versuchen, das erstmal die Flicken aufzubügeln. Und dann ja, nochmal mit ein paar Stichen festzunähen. Weil ich traue dem aufgebügelten noch nicht so ganz. So, jetzt ist das Bügeleisen warm genug. Und jetzt versuche ich das hier mal drauf zu bügeln.
erstmal halten. Also 20 bis 30 Sekunden. Ich soll mal auf die Uhr gucken. Es hat gepiepst, aber ich glaube, die sind ein bisschen veraltet hier. Ich hatte noch so ein paar ältere rote Flicken. Da scheint sich jetzt nichts zu tun. Piepst wieder. Ja, der will auch noch nicht. Also, ich hatte ja sonst vorher da das Brett runter gemacht. Ja, das Bügeleisen war nicht richtig auf Max. Es war ein bisschen weg von Max. Und schon kriegt man die Temperatur nicht hin, die es benötigt, um damit die mit sich drauf bügelt. So, jetzt können wir den auch noch mal probieren. Dann jetzt noch mal hier erstmal vorher aufgewärmt. Er scheint tatsächlich nicht mehr klebrig zu werden. Kann man es nochmal probieren. So, jetzt haben wir hier nochmal Power in der Hand. Das sieht schon besser aus. Ja. So, die Hitze, die macht's. So, wärmen wir das Teil auch nochmal auf vorher. Ja, klappt doch besser jetzt schon. Sehr schön. So, jetzt würde ich mal sagen, sieht es gut aus. Kann man es abschalten. Das Bügeleisen. Beim Nähen muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, damit man nicht die ganzen Stoffschichten alle zusammennäht. Du siehst ja auch anscheinend hier irgendeine doppelte Schicht. Das suche ich jetzt hier mal auseinander zu fuseln, damit ich jetzt die Nadel richtig ansetzen kann. Ja, jetzt merkt man da, es ist jetzt noch eine Schicht dazwischen.
Ja, manche würden denken, ja, wie mühselig ist das? Ich bin halt so ein Stück weit auch so aufgewachsen, dass sich Mühsal immer lohnt. Na, also wenn man es ordentlich macht, dann lohnt sich auch jegliche Mühsal. Na, Mühsal ist ja nicht schlimm. Na, es ist ja, wenn man sich den stellt, ist ja kein Problem. Nur auf die Gesundheit muss man achten. Ne? Du darfst euch natürlich da nicht irgendwie die so Gesundheit kaputt machen, aber dann macht man hier mal mit der Hand was abnähen, da macht man seine Gesundheit ja nicht kaputt, sondern trainiert seine Geduld. Ne? Das ist ja noch ein positiver Nebeneffekt, seine Geduld zu trainieren und vielleicht auch mal ein bisschen abzuschalten. Das hat auch seinen Vorteil. Auch wenn ich jetzt hier nicht der Nähprofi bin, das mache ich alle 100 Jahre mal. Dicken Faden. Das kann man jetzt hier bei den zweiten Flicken auch schon hin. Den können wir gleich mitnähen. So, ich will euch jetzt nicht hier die eure Geduld auch noch ja, auf die Probe stellen. Es sollte erstmal reichen, um zu zeigen, was ich hier so treibe mit der Hosenreparatur. Ich hoffe, das sieht man jetzt, wie da so eine Naht aussieht. Besser als nichts, denke ich mir dabei. So, jetzt kommen wir zum Ende des Wochenvlogs. Leider war diese Woche nicht allzu viel Interessantes zu berichten. Diese Woche hat es mich auch da niedergelegt. Ich habe so ein starkes Schlafbedürfnis gehabt, wie schon lange nicht mehr. Also, das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt nicht so viel zu berichten habe. Ich freue mich auch, dass ja, mein Kanal jetzt langsam an Fahrt aufnimmt. Und ja, hoffe, dass ich immer noch regelmäßig euch interessante Beiträge machen kann. Allerdings gibt es halt auch Wochen, wo nicht so viel ist wie diese Woche. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem am Ball bei mir. Ansonsten schaut nächste Woche wieder rein. Bis dahin, vergesst nicht, gefällt mir zu drücken, Kommentare zu geben. Und zu abonnieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.